petkih dopoldne Hans Gasartner. Za mnoge Beljačane je to stalen termin v koledarju in to že dolga leta. Gre za maksimalno uživanje za regionalna živila in stik s proizvajalci na biokmečkem trgu. Biokmečki trg. Biokmetje pričnejo ob 8 zjutraj na Hans Gasser trgu v Beljaku s postavljanjem svojih stojnic. Prihajajo iz regije in gorskih vaseh in ponujajo v Beljaku svoje visoko kakovostne izdelke. So für mich bedeutet der Markt einfach Gemeinschaft, Gemeinschaft und Beziehungen auch, also Gemeinschaft mit den Kollegen und aber auch mit den Kunden entstehen einfach vielfältige Beziehungen auf lange Jahre hinweg. Tukaj boste lahko spoznali drug svet. Von svežine in narave, sveže prešanega biolanenega olja ali odličnega kremnega jogurta s kozjega mleka z domačimi biosadeži. Vse to dobite samo tu. Und wir bieten auf unserem Stand also alle Spezialitäten, also Schaf- und Ziegenmilch an, sortenrein Ziegenprodukte, sortenrein Schafmilchprodukte und vor allem ganz spezielle Sachen im Bereich vom Joghurt, also Naturjoghurt, ganz cremige Naturjoghurt. Če kupujete živila na biokmečkem trgu, živite neposredno z ritmom narave. Beljaški biokmečki trg pomeni prodor in tradicija v enem. Wir haben eben Gemüse der Saison. Und jetzt gibt's eben schon Salate, jetzt gibt's schon Mangold, es gibt schon die ersten Zucchini, die ersten Jungzwiebeln. Tukaj pri nas kupujejo tudi gostinci. S tem se zrcali spoštovanje regionalnih bioizdelkov tudi v mestnih restauracijah in kavarnah. Tako podpirajo okolju odgovorno gospodarstvo in tudi dobro počutje živali. Die Hühner natürlich uneingeschränkten Auslauf, die Legehühner und die das Rotwild sowieso in der Gatterhaltung, die Hektar groß natürlich, gell. Und bei den Schweinen natürlich auch, die haben Auslauf, also die können außen, die Ferkel können ein bisschen in der Erde umwohlen. Beljaški biokmečki trg je postal pomemben del beljaške kulture življenja in uživanja. Podeljena mu je bila celo pravica nošenja mestnega grba, poseben znak spoštovanja in povezanosti. Za uns gefällt es in Villach dermaßen gut, weil es einfach so nette Leute hier sind in Villach in dieser Stadt und deswegen kommen wir so gerne mit unseren Produkten nach Villach. Das Villacher Publikum ist ein Bombenpublikum, gell? Also es ist einfach unbeschreiblich, gell? Also nett, freundlich. Also es ist eine perfekte Harmonie zwischen uns und zwischen Publikum.